Herzlich willkommen bei Beziehungsweise so kann's gelingen. Manche Paare sagen, wir haben vielleicht einen Zirkus zu Hause und stöhnen dabei. Meine Gäste heute sagen, Zirkus ist unser größtes Meisterstück. Ganz herzlich willkommen, Birgit und Rainer Scholz aus Bonndorf. Schön, dass Sie da sind. Birgit, Sie sagen, Zirkus, das ist unser größtes Meisterstück, was wir gemeinsam haben. Erzählen Sie davon, was bedeutet das? Also das fing so an, eines Morgens habe ich den Rollladen hochgezogen und sehe auf der Wiese oben Kamele laufen und denke ich, was ist hier los? Und dann sehe ich, dass der Zirkus oben ist und die Tochter hat gleich gesagt, Pferde sind da und ging dann gleich hoch und hat die Pferde gestriegelt und war den ganzen Tag über beschäftigt. Abends kam mein Mann nach Hause und dann habe ich gesagt, stell dir vor, da ist ein Zirkus auf der Wiese, die Tochter war oben bei den Pferden und ist ganz toll. Und da meinte er, da gehen wir doch gleich mal hoch und nimm eine Flasche Wein mit und dann besuchen wir die mal. Denke ich, nee, was soll das? Kannst du alleine hingehen? Und dann hat er gemeint, doch, geh mit. Und dann haben wir dann geklopft am Zirkuswagen, haben sie aufgemacht, haben sich riesig gefreut. Und dann sind wir da gesessen, haben geplaudert den ganzen Abend und haben uns dann ja kennengelernt. Am nächsten Tag wollte die Tochter dann mit zum Nachbarort mit dem Zirkuswagen. Und habe ich gesagt, ja, okay, also wenn mein Mann nichts dagegen hat, dann kann sie mitgehen. Und dann war sie dabei und haben einfach so Kontakt gepflegt und habe dann auch für sie mal eine Torte gebacken und habe dann gesehen, sie haben in der Dusche keinen Vorhang, habe ich einen Vorhang genäht und so hat sich alles so entwickelt und Daraus so. Ist eine Idee entstanden, ja, nämlich genau. Zirkusevangelisation. Was heißt das? Das war am 28. Oktober 2012, kam der Zirkus nach Titisee Neustadt. Meine Frau rief mich an und sagte, die Jenny ist da, der Zirkus ist da. Und hat mir dann eine Einladung gegeben vom Zirkus. Und ich habe die zu Hause und sehe, 16 Uhr, die letzte Vorstellung. Und eine innere Stimme macht mich darauf aufmerksam. Und was ist denn abends? Mhm. Ich sage, nix. Und lege die Einladung wieder weg. Und nach ein paar Tagen hole ich die Einladung wieder. Und wieder, was ist denn abends? Ich sage, nix. Doch, du wirst predigen. Mhm. Ich sage, ja, klar. Eine innere Stimme, jetzt nicht der Himmel geht auf und eine Stimme spricht zu mir laut, sondern innen ein starker Drang, hey, du machst was. Absprache mit dem Zirkusdirektor und so weiter, der ist offen, der Zirkus steht sowieso. Und am 28. Oktober 2012 hatten wir einen evangelistischen Abend in Titisee Neustadt. Und das war die Geburt der Zirkusevangelisation. Und das ist was, wo Sie jetzt praktisch gemeinsam unterwegs sind, wo Sie sagen, das ist eine gemeinsame Aufgabe auch für uns als Ehe, dass wir sagen, ja, das ist unser Auftrag, da gehen wir hin, das machen wir so. Das ist nicht immer so gewesen. Es gab auch Zeiten, wo Sie sich dann nicht so einig waren, was Ihre gemeinsame Aufgabe war. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist länger her, das war 1991. Am Pfingsten hat der Herr in mein Herz geredet. Durch eine Predigt von Hans Blöthorn in der Baptistengemeinde in Pforzheim. Der Acker ist groß, der Arbeiter sind wenige. Das hat mich direkt ins Herz getroffen. Und ich hatte vorher schon was im Radio gehört über Straßenkinder in La Paz. Und da war ich sowas von entrückt, will ich fast sagen. In Tränen ging ich zu meinem Pastor und habe gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll nach La Paz. Ging dann zur Frau und habe gesagt, wir wandern aus. Sie war hellauf begeistert. Sie guckt auch gar nicht so begeistert. Sie waren gar nicht so begeistert. Nein, weil die Kinder, die waren damals klein, der Sohn war 4 Jahre alt, die Tochter war 3 Jahre alt. Und mein erster Gedanke war, wo gehen die zur Schule, was ist mit der ärztlichen Versorgung? Und für mich war das gleich tabu. Mhm. Das war dann sehr hart. Ja? Weil klar, diese Diskrepanz, Gott spricht zu mir und zu meiner Frau ein bisschen. Eine brutale Herausforderung. Wir waren 4 Jahre verheiratet, ja, 86, ja. 5 Jahre. Aber ich ging meinen Weg. Ich ging nach La Paz, habe dort Filmaufnahmen gemacht und die Straßenkindersituation aufzuzeichnen im El Alto und so weiter, kam zurück. Ich habe drüben in La Paz schon die Schule gesucht, Mariscal-Braun-Schule, wo die Kinder hingehen. Und die Frau war noch zu Hause im völlig anderen Film. Und dann ging es erstmal richtig los. Dann kam die große Frage, wenn Gott zu mir spricht und die Frau dem Mann eine Untertan sein soll, dann muss sie gehorchen, hat sie nicht gemacht, sie war meine größte Superbremse. So hatte ich damals definiert. Und im Laufe von vielen, vielen Jahren musste ich einsehen, dass meine Frau recht gehabt hat. Ich habe Gottes Auftrag überinterpretiert. Gott hat gesagt, ich soll nach La Paz gehen, die Straßenkindersituation aufnehmen,
vom Container packen hat er nichts gesagt. Das kann ich heute nach vielen, vielen Jahren sagen. Und du weißt, du hast mir schon verziehen für die vielen bösen Worte, die ich gehabt habe zu meiner Frau, die Superbremse Gottes für mich. Wie war das für Sie? Es war ja eine schwere Zeit, also ja, da so einen Druck zu spüren, auch so ein Stück geistlicher Druck, ja, der da drauf war für Sie? Also die erste Zeit habe ich halt zu ihm gemeint, also wenn Gott zu uns spricht, dann muss er zu Mann und Frau sprechen, nicht nur zu ihm. Und ich war dann auch im Gespräch mit der Pastorin, mit der Pastorfrau, und sie hat auch für mich gebetet und auch viele andere Freunde, was in der Zeit sehr wichtig ist, wenn man einfach Probleme hat, dass man einfach zu Leuten geht, wo man Vertrauen hat, wo man darüber redet und wo man weiß, die beten für einen. Und ich habe zu der Zeit gesagt, ich möchte einfach Gottes Wille tun und will wissen, ob das unser Weg ist, unser gemeinsamer Weg. Und ich musste aber erkennen, er war das nicht, weil ich habe gesagt, okay, man muss den Menschen den Verstand einsetzen. Klar, Gott ruft, aber man muss auch noch sehen, wie sieht es mit den Kindern aus, mit der ganzen anderen Versorgung. Und Gott hat zu mir nicht gesprochen, nur zu ihm. Das war ja ein Prozess für Sie. Also Sie sagen sogar, ein Prozess von Jahren hat das gedauert. Ich stelle mir vor, dann ist so eine Ehe richtig in der Krise drin, ja? Aber es hat was verändert, auch im Hinblick auf Ihren Glauben. Ja, mir wurde klar, ich meine, ich bin natürlich aus dem harten Holz gestrickt, aber die Ehe ist doch die Priorität des ganzen Lebensprojektes und drüber Jesus. Das war mir dann nachher, nach Jahren wirklich sehr klar geworden. So hatten wir auch unsere Ehe, so hat gestartet, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Und ich lehne mich ans Kreuz an und die Frau auch ans Kreuz. Und Jesus ist im Mittelpunkt. Das war immer die absolute Maxime. Und das wurde mir nach Jahren nochmal ganz klar. Und ich musste dann diesen Auftrag von Gott, den ich so interpretiert hatte, zurückstellen, dass er für uns beide nicht geeignet war. Man muss dazu bemerken, die Soforthilfe La Paz gibt es ja heute noch, wird von anderen betrieben. Ja, ich bin da mit 6 anderen Leuten der Gründer für den Verein. Das war ja nichts Falsches. Aber was die Ehe anbetrifft, da ist Jesus im Mittelpunkt und hat gesagt, wir müssen beide gleichzeitig in eine Richtung berufen. Große Thematik. Was haben Sie gelernt in der Zeit? Also ich habe gelernt, einfach Gott alle Probleme abzugeben und einfach offen zu ihm sagen, dass ich nicht bereit bin, da mitzumachen. Weil Anfang der Ehe war ich ziemlich schüchtern, zurückhaltend und habe nie getraut, irgendwie mich zu wehren. Aber ich habe gedacht, nein, jetzt musst du den Mund aufmachen, musst deinen Standpunkt klar machen, dass es so nicht weitergeht. Und habe dann auch gelernt, einfach offener zu ihm zu sein und mehr ins Gespräch zu gehen und auch darüber zu beten. Ich war damals auf dem Drive nicht sanieren, sondern planieren, Gottes Dampfwalze, und habe meine Frau niedergewalzt. Muss ich ganz klar sagen, war falsch. Es hat ein paar Jahre gedauert. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Heute hören Sie noch mal mehr auch aufeinander, welche Bedürfnisse hat wer und wo redet Gott zu beiden. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal bis hierher. Wir werden unser Gespräch gleich fortsetzen. Dankeschön. Ja, wir begrüßen jetzt Wilfried Feser in unserer Runde. Wilfried, du hast unser Gespräch mitverfolgt und hast dir auch Notizen gemacht. Wo siehst du die Stärken von dem Ehepaar Scholz? Also was ich da ganz stark wahrgenommen habe an Ihnen beiden, ist, dass sich da etwas durchzieht. So dieser Wunsch, sich zu vergewissern, auch durch Gott. Das spielt für Sie, Glaube, diese Beziehung zu ihm eine ganz große Rolle in Ihrem Leben. Und das nicht erst vor kurzem, sondern schon eine unheimlich lange Wegstrecke. Und so kommt es ja, dass Sie auch Entscheidungen nicht einfach so treffen aus dem heiteren Himmel, sondern Sie das immer abwägen, wie meint es Gott, wie meinen wir es und ist es sein Weg, ist es nicht sein Weg und so weiter. Und natürlich, wenn man so stark dann auch nach Gott fragt, dann kann es einem schon mal passieren, dass man dann ihn anruft und im Namen seiner Autorität glaubt, jetzt auswandern und eine ganz andere Sache machen zu können oder zu dürfen. Und prompt lief da etwas aus dem Ruder. Das heißt, ihre Beziehung war nicht mehr synchron, sondern da war plötzlich so ein ganz starker, womöglich auch menschlicher Wille im Spiel, den man dann quasi der Autorität Gottes noch verleiht. Im Nachhinein erkennt man es, haben sie gesagt, ja, da habe ich vielleicht doch ein bisschen stark meinen Gedanken und meinen Wünschen nachgegeben, statt wirklich eben zu hören auf Gott. Und jetzt ist interessant, was sie da gehört haben.
Das war jetzt auch nicht eine Stimme senkrecht aus dem Himmel, sondern sie konnten sich plötzlich in einer Sache ganz gewiss sein. Das Primäre ist unsere Beziehung. Wir als Ehepaar. Das ist von Gott schöpfungsmäßig gesetzt. Und wenn jetzt der eine was will, was der andere nicht mittragen kann, so schmerzlich es ist, dann geht's nicht. Und da ist ein Punkt, wo manche Beziehung in Schieflage gerät, dass sie da auch gerungen haben und manchmal so ein bisschen Schräglage in ihrem Ehekahn hatten, das kann man sich schnell vorstellen. Aber sie sind nicht auseinandergegangen, sie haben nicht gekniffen, sondern sie haben gelernt, etwas zu tun, was ganz wichtig ist. Vor allem dann auch auf ihrer Seite, sie haben, wie sie gesagt haben, dann auch erlebt, wie sich ihre Beziehung zu Gott hin verändert hat. Wie sie, und das kann ich so von außen wahrnehmen, gelernt haben, auch von Gott neu zu denken. Und dass er da eben doch Prioritäten hat in seinen Planungen. Und das ist eine klare Priorität. Meine Frau, mein Mann, unsere Kinder, die Verantwortung daraus, das ist gesetzt. So, und jetzt schauen wir, wo gibt es jetzt Räume, wo sich auch Weiteres, von Gott her natürlich, aber eben vor allem miteinander entfalten kann. Und so haben sie doch nach einigen Jahren dann einen Weg gefunden, miteinander, jetzt plötzlich in einer völlig anderen Art und Weise, doch zu sehen, Gott kann uns in einer solchen Aufgabe auch des Werbens um diese Werte der Bibel, um Gott, um Jesus Christus zu werben. Zirkus-Evangelisation. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Ja? Und da haben sie sich plötzlich einigen können. Jetzt hat sich da etwas synchronisiert. Und jetzt können sie mit voller Leidenschaft als ganze Familie sogar zu diesem Projekt stehen und jetzt auch so in Gottes Reich, in seiner Aufgabe Neues wagen. Was dann deutlich geworden ist, ist dann auch diese Möglichkeit, die sich dann entfaltet. Jetzt plötzlich Beziehungsorientierung, die sie in der Evangelisation haben, die ersten Kontakte. Ja, man pflegt Beziehungen, man backt Kuchen für fremde Menschen, man lernt sich kennen und jetzt tut sich etwas auf. Und da steckt auch dieses Geheimnis in ihrer Beziehung jetzt in diesem Lebensabschnitt drin. Sie haben es geschafft, miteinander ein ganz neues Projekt zu beginnen. Und selbst wenn die Kinder vielleicht dann sich noch weiter entfernen aufgrund ihres eigenen Lebensweges, da bleibt was, was sie beide verbindet. Und das ist die Kunst, eben auch von Paaren, auch von solchen, die stabil unterwegs sind, immer wieder und immer wieder aufs Neue ein neues Lebensprojekt zu beginnen, wenn ein anderes nachlässt oder ausläuft. Und das macht sie so jetzt auch sinnerfüllt, gemeinsam zu spüren, das ist unser Ding und in die Richtung laufen wir. Ja, Rainer, Sie haben jetzt noch mal so eine Zusammenfassung von Wilfried Feser gehört. Wie geht's Ihnen damit? Ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten, ja, ich will mal sagen, 20 Jahren Folgendes gelernt habe. Wenn Gott mit mir redet, war das früher so, dass ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, wie eine Dampfwalze los bin. Gott redet, mir ist alles klar, ich gehe nach vorne und dampf alles nieder, auch meine Frau. Im Laufe der Jahre, wir haben ja auch noch ein anderes Projekt in Afrika, Straßenkinder in Nairobi, das hatten wir auch zusammen gemacht, aber das war dann schon auch zusammen. Und das ist mir ganz klar geworden, dass Gott kein Dampfwalzenprinzip anwendet in seiner Auftragsgebung, sondern wenn ich heute, das sieht man ja auch an der Zirkus-Evangelisationsgeschichte, wenn ich heute sehe, Gott redet mit mir oder Gott redet mit meiner Frau, dann muss ich zuerst hier anklopfen, siehst du das genauso oder wie siehst du das? Das habe ich früher nicht gemacht. Früher bin ich durch die Granitwand und das ist sehr schlecht. Da muss ich mich heute outen und empfehle jedem, der verheiratet ist, bitte abklopfen, auch wenn ich jetzt mein Gott hat nur zu mir geredet und die Frau darf mitziehen, darf in Anführungsstriche, bitte nicht
in konzertierter Aktion, in gleicher Berufung, in eine Richtung, da liegt, glaube ich, Gottes Potenzial bei uns Menschenkindern, wenn er uns beruft. In meiner Sprache heißt das, sie haben gelernt, sich an einer ganz zentralen Stelle zu korrigieren. Ja. Sich selbst, ihre Sicht auf Gott und aufs Leben und auf ihre Ehe. Und das ist eben etwas, was zur Lebenskunst gehört. Man kann sich auch korrigieren und ändern. Wichtig. Wichtig. Und auch die Ergänzung sehen. Also im Sinne von, ganz ich klar. brauche die Ergänzung und die, ja, die Korrektur ganz klar. Ich kann ja auch an der nicht Stelle ohne. Nochmal. Ich kann ja, so ein Weg ist für mich und für uns nicht machbar. Ja, ich kann nicht zu 90% motiviert und meine Frau zieht mit 10% mit. Das geht überhaupt nicht. Du hast vorhin gesagt, da fehlt es an Vollmacht. Ohne Vollmacht, ob das in Zirkusevangelisation ist oder im Slum in Nairobi oder im Slum in La Paz, wo heute Mitarbeiter arbeiten, die Soforthilfe La Paz gibt es ja noch, da kannst du nicht arbeiten, wenn einer nur auf 10% fährt. Und wenn das auch nicht anders geht, dann muss man das nochmal in die Waagschale werfen. Habe ich da Gott vielleicht falsch interpretiert oder wie hat Gott es gemeint in der Stille und im Gebet? Nun ist ja vieles jetzt nochmal so eine geistliche Frage gewesen und vieles hat auch einfach mit Persönlichkeit zu tun. Ja? So, also im Sinne von, wir ergänzen uns auch von unserer unterschiedlichen Persönlichkeit. Also wo würden Sie sagen, da bin ich einfach auch eine wichtige Ergänzung von meiner Persönlichkeit her? Also zum Beispiel, wenn man mit neuen Dingen kommt, dass ich ihn da wieder zurück auf den Boden hole. Mhm. Und dass ich ihm dann sage, okay, ich sehe das so und so und jetzt beten wir erstmal drüber, warten wir erstmal. Wie das dann weitergeht, aber dass ich einfach der Ruhepol bin und ihm erstmal zuhöre. Sie erden dann, ihn immer wieder, ja, genau. Während Sie der sind, der... Ja, er ist der Pusher und... Der Pusher, der eher abhebt ja, und genau. dann ja. Und ich hole praktisch nur zurück und sage einfach, was ich dann denke und dass wir mal drüber beten und einfach nochmal alles prüfen. Und jetzt gerade bei der Zirkusevangelisation habe ich gemerkt, also, dass Gott auch zu mir gesprochen hat. Und es war für mich auch eine Bestätigung, als ich kam von der Arbeit nach Hause und ich stehe um 5 Uhr auf und ich kam nachmittags, bin ich um 1:30 nach Hause gefahren und er wollte alleine Leute einladen und dann habe ich gedacht, nein, ich gehe mit, weil ich habe gewusst, da ist ein einsamer Mensch, wo wartet. Und dann sind wir gemeinsam losgezogen, haben geklingelt, haben Leute eingeladen. Und er ist ein alter Verkäufer und hat gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. und klingelt. Und war keine Reaktion, habe gesagt, lass mich mal ran, seid doch mal ruhig. Und habe ich geklingelt, eine Frau war am Apparat und meinte, kommen Sie mal hoch, sage ich, siehste, so geht welch es. Welch eine Schmach und eines dann, alten Top-Verkäufers. Dann kamen wir hoch und die Frau hat uns empfangen, die war offen, ich habe die am nächsten Tag besucht, ich hatte ein offenes Gespräch mit ihr gehabt, aber ich habe gewusst, okay, Gott hat mir das gesagt, geh dahin, helft mit einladen. Und da habe ich gemerkt, okay, wir machen die Dinge gemeinsam und so kann das nur Frucht bringen, indem wir alles gemeinsam machen und auch die Bestätigung von Gott bekommen. Wenn Sie sagen, wir beten da ganz viel, wie sieht das dann ganz praktisch aus? Betet da jeder für sich? Setzen Sie sich zusammen? Also wir haben die Angewohnheit, dass wir jeden Tag, wenn wir denn zusammen sind, ja, manchmal geht das mit dem Arbeiten, nicht mit meiner Frau, dass wir den Tag zusammen beginnen. Wir lesen Neukirchner Kalender und beten dann zusammen, so beginnen wir den Tag. Ich kenne viele Leute, die gehen abends, wenn sie ins Bett gehen, beten sie zusammen. Was ganz wichtig ist, ist Zusammengebet, ja. Und das wollen wir auch, das muss man sagen, haben wir letztlich auch besprochen gehabt, dass wir dieses gemeinsame Gebet forcieren wollen in unserem Glaubensleben, in unserem Gebetsleben, weil das ist der schwächste Punkt, wo der Widersacher wieder eingreifen kann, ja, das Gebet, da fängt er an zu zittern. Und das Gebet von Ehepaaren ist auch gefährlich. Für den Widersacher, für den, der das nicht möchte, dass wir effektiv sind für Gott. Und deswegen ist das Gebet so unwahrscheinlich wichtig und die Gegenseite will nicht, dass wir zusammen beten. Also jetzt auch nicht in unserer Ehe, sondern in vielen anderen Ehen. Da haben wir die Erfahrung gemacht und das wollen wir echt auch intensivieren. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen fragen, wenn Sie jetzt so der sind, der immer wieder neue Ideen hat und nach vorne prescht und losgeht und Sie sind die, die erst nochmal so nüchtern guckt und ihn erdet und aufpasst und so. Jetzt sind ja diese, da entstehen ja trotzdem Stresssituationen, die sind ja nicht plötzlich weg. Mhm. Ja? So ist es. So, also das ist ja jetzt was Ihnen auch ein Stück weit bleibt von Ihrer Persönlichkeit. Ja. Ja?
Also die Situation, Konfliktbewältigung in Stresssituationen, das ist so mein Oberthema in unserer Ehe. Was gibt es da sonst, was Sie tun, um das zu entschärfen? Also Sie können zusammen beten. Was gibt's also ich habe jetzt schon gemerkt, dass es gut ist, dass wenn er manchmal hochgeht, dass wir erst mal abwarten, wenn es Streit gibt, dass wir erst mal abwarten, alles sacken lassen und dann erst uns treffen zum Gespräch, weil sonst eskaliert es und er flippt aus. Also und ich bin dann ruhig und sage nichts mehr. Das geht gar nicht. Ne? Also wir haben eine Abmachung schon lange Zeit, dass wenn Gesprächsbedarf ist, also es gibt bei uns nicht, dass sich jemand zurückzieht und dass der Tag endet im Streit. Das ist nicht immer so, dass wir das hinkriegen. Ja? Aber die Oma hat schon gesagt, Wir haben einen Spruch bekommen zur Hochzeit. Meine Oma hat gesagt, lasse die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ja, und auch, was ich jetzt nochmal so von Ihnen höre, dass Sie nochmal sagen, okay, an manchen Stellen ist es auch gut, jetzt erstmal auszusteigen, erstmal ein bisschen, alles diese Emotionen runterzufahren, um dann zu gucken, wann können wir wieder anders miteinander ins Gespräch kommen. Ja, also sind auch Strategien, die Sie dann entwickelt haben. Aber wir kommen ins Gespräch. Ja. Das ist wichtig. Ja. Also, und das ist auch eine wirkliche Abmachung. Das haben wir irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann, getroffen. Wir wollen hier nicht das tagelange Schweigen und so. Das kannst du alles vergessen. Ja, wir müssen reden. Das geht dann folgendermaßen, dass ich zu meiner Frau gehe, dass sie kommt zu mir. Ja, selten. Ja, ich warte unten im Wohnzimmer. Ich muss mit dir reden. Und in größtem dicke Luft, kommt sie. Oder ich komme. Also das ist einfach eine Abmachung. Da gibt es keine Diskussion mehr. So, es ist eine Abmachung. Genau, und so kann man sagen, das Gegenteil. Oder wenn man gegen die Ehe sich stellt, redet man nicht miteinander. Ja, dann ist auch. Man bleibt in den Emotionen und zwar sofort. Und man kommt nicht zur Ruhe. Und dann verliert man sich langsam emotional. Das ist richtig Feindschaft der Ehe. Und dagegen sich aufzubäumen, das ist sogar etwas Geistliches. Bei allem, was da auch menschlich im Rahmen von Schöpfungsmöglichkeiten es gibt. Nana Mouskouri singt Mauern des Schweigens. Das ist mir auch, ich mag Nana Mouskouri. Ja. Mauern des Schweigens, das darf bei uns nicht sein. Es gibt mal ein Mäuerle, das reißen wir schnell wieder ein. Das ist ein ganz schönes Schlusswort, die Mauern des Schweigens einzureißen, miteinander im Gespräch zu sein. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer Sendung fast angekommen und am Ende unseres Gesprächs. Ganz herzlichen Dank für den Einblick, den Sie uns gewährt haben und für das spannende Gespräch. Dankeschön. Ja, Wilfried, ich möchte dich bitten, dass du für unsere Zuschauer noch mal ein oder zwei wichtige Impulse aufgreifst aus unserem Gespräch. Ja, gerne. Wir haben ja hier bei dem Ehepaar Schulz gesehen, da gibt es wirklich Ressourcen im Glauben. Die Beziehung zu Gott eröffnet Orientierung, eröffnet Rückbindung, eröffnet Vergewisserung. Und das dient in einer Paarbeziehung wirklich sehr, miteinander die Spur zu halten. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite gesehen, dass sich das paart mit ganz konkreten menschlichen Kompetenzen. Dass man sich zum Beispiel auch korrigieren kann, da, wo man entdeckt, manchmal vielleicht auch erst einige Monate oder Jahre später, ich war daneben. Oder wo man entdeckt, ich muss etwas durchsetzen und dann doch, ich muss warten. Oder diese Kompetenz, wenn der andere mal hochgeht, jetzt gegensteuern. Ruhig bleiben, warten, bis Gefühlsberuhigung entsteht und man dann wieder ganz neu ansetzen kann, um einen Konflikt zu klären. Und was wichtig ist, auch für Paare, die miteinander schon in eine weitere Lebensphase gehen, nicht müde werden zu überlegen, was können wir gemeinsam Neues tun. Das ist unabhängig vom Lebensalter. Da, wo es möglich ist, gemeinsam beten, gemeinsam etwas tun für andere, gemeinsame Projekte entwickeln, das verbindet ganz neu miteinander. Ja, herzlichen Dank, Wilfried Feser. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sind Sie auch auf der Suche und sagen, das motiviert mich, auch ins Gespräch zu kommen, suchen Beratung oder Hilfe oder Sie haben Anregungen oder Fragen. Gerne können Sie sich an uns wenden unter der eingeblendeten Telefonnummer oder besuchen Sie uns im Internet.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt, beziehungsweise so kann es gelingen. Und tschüss.